Und beide sind doch ganz ordentlich dabei in dieser Spielzeit. Beide Teams über dem Strich. Augsburg gerade zu Beginn der Saison stark. Das 12:0 gegen Seligenporten bleibt nach wie vor im Gedächtnis. Und Rosenheim, 6 Punkte aus den letzten 3 Spielen, kann sich gut sehen lassen. Und dann gehen wir rein ins Jahnstadion. 350 Zuschauer waren am Start. Im ersten Durchgang gab es allerdings kaum etwas zu bestaunen. Einzig große Möglichkeit in der 45. Minute. Hier Majdančević im Zusammenspiel mit Marinkovic. Und Majdančević mit rechts zieht ab, knapp am Pfosten vorbei. Das große Highlight in Durchgang 1, das gab es noch nicht. Aber schau an, Lederhosen und Bier, das Trainingslager für die Wiesen ist eröffnet. Und wir wollen mal reinschauen, was fußballerisch eigentlich so ging. Zweiter Durchgang, 59. Minute. Rosenheim einfach die aktivere Mannschaft. Schön durchgespielt auf Sascha Marinkovic. Der bleibt cool. 1:0. Die Führung für 1860 Rosenheim. 59. Minute. Einfach mal drauf, dachte sich Marinkovic. Kastenmeier kann nicht abwehren. Und Augsburg jetzt geschockt von diesem Gegentreffer. Nur eine Minute später der nächste Rosenheimer Angriff. Diesmal steil auf Majdančević. 2:0. Binnen weniger Sekunden der Doppelschlag. Das Zuspiel genau mit dem richtigen Tempo. Majdančević trifft und Rosenheim hatte jetzt alles in der eigenen Hand. Von Augsburg kam nichts mehr, aber den Schlusspunkt, den haben wir noch für Sie. 96. Minute, hier oberer rechter Bildrand, Abschlag weiter vor dem Tor und der Ball kommt zu Philipp Meyer, der schaut und dann mit dem langen Huf netzt er ein zum 3:0. Hier nochmal die Flugbahn des Balles, Meyer mit der Übersicht und seine Mannschaft mit einem souveränen Sieg gegen Augsburg.